Hallo, wir wollen ein kurzes Demo von dem Sprachwörtergo Spanisch auf dem iPod Nano zeigen. Wir sind jetzt bei Wiedergabelisten drin. Wir sehen natürlich, dass wir Musik haben, getrennt von dem Sprachwörter. Dann gibt es Wiedergabelisten je nach Sprachrichtung. Spanisch-Deutsch, Deutsch-Spanisch. Und wir haben verschiedene Schwierigkeitsstufen eingebaut. Wir haben kurze Redewendungen, mittellang und lang. Das heißt, wir können mit den einfachsten Sachen zuerst anfangen. Wir haben auch alle unregelmäßigen Verben, die in Redewendungen vorkommen, zusammen. Und dann estoy oder soy, verschiedene Wiedergabelisten mit denen. Wir schauen bei Spanisch-Deutsch rein. Hier sind fast 3000 Redewendungen, Vokabeln. Wir sehen, dass die alphabetisch sortiert sind. Wir können sehr schnell nachschlagen und durchscrollen. Und tatsächlich scrollen wir alles von A bis Z durch und haben, was, 8 Sekunden gebraucht. Das ist sehr schön bei dem iPod. Wir schauen rein. El zumo de piña. Der Ananassaft. Da sehen wir, dass man zuerst das Spanisch hört, dann das Deutsch. ¿Dónde están tus amigos? Wo sind deine Freunde? Jugar al tenis. Tennis spielen. Das ist das Schöne, dass man immer sieht, was man hört. Le paso con el departamento. Ich verbinde sie mit der Abteilung. Und wiederholen. Le paso con el departamento. Das heißt, mit einem Knopfdruck kannst du alles nochmals hören und nachsprechen. Está comunicando. Man kann jederzeit Pause drücken und das Schriftbild länger anschauen. Die Leitung ist besetzt. Und wir gehen zurück. Und jetzt schauen wir in Deutsch-Spanisch rein. Wir sehen, dass die nicht alphabetisch sortiert sind, sondern zufällig. Das ist auch richtig schön. Dann kann man eine bunte Mischung an Vokabeln und Redewendungen lernen und hören. Und wir hören jetzt rein. Haben Sie etwas Warmes zum Essen? ¿Tiene algo caliente para comer? Den Kopf verlieren. Perder la cabeza. Amüsierst du dich? Und jetzt wollen wir Sternchen geben. Das ist auch schön zum Sortieren. Wir können jetzt diese Redewendung von Sternchen geben und das später in iTunes sortieren lassen. ¿Te lo estás pasando bien? Jemanden auf den Arm nehmen. Tomar el pelo a alguien. Und wir gehen zurück und wollen jetzt mit den kurzen Redewendungen anfangen. Bei Spanisch, wo es so schnell gesprochen wird und alles relativ fremd sich anhört, ist es richtig schön, mit den einfachen Sachen zuerst anzufangen. Fui al cine. Ich war im Kino. ¿Te interesa? Interessiert dich das? Jetzt gehen wir zurück und wollen die längere Redewendungen anschauen. Aber erstaunlicherweise sieht man die relativ gut auf dem Display und das ist ein kleiner Nano. ¿Qué camiseta más guay? Cooles T-Shirt. Inténtelo de nuevo más tarde. Ich will das nochmals hören, das war zu schnell, nochmals. Inténtelo de nuevo más tarde. Jetzt schauen wir uns die Suchfunktion in dem neuen iPod an. Das ist richtig schön. Man kann einfach auf Suchen gehen. Dann kriegt man eine Leiste mit Buchstaben, die man einzeln auswählen kann. Zum Beispiel, wir sind im Restaurant und wir wollen wissen, wie man blutig, weil wir gerade ein Fleisch bestellt haben und wir wollen das natürlich nicht blutig haben oder vielleicht doch blutig haben. Wir geben blutig ein und wir finden diese Redewendungen. Und wir klicken drauf.
Blutig. Poco hecho. Und wenn wir das anklicken und halten, dann können wir dem iPod sagen, bitte speichere diese Redewendung in den sogenannten On-the-Go-Wiedergabeliste. Das heißt, man kann unterwegs einen eigenen Wiedergabelisten flexibel kreieren. Jetzt wollen wir ein anderes deutsches Wort suchen. Natürlich kann man auch spanische Worte suchen und in den Redewendungen, weil wir das in beiden Sprachrichtungen anbieten. Aber wir wollen etwas Positives sagen, wie freut mich, wir geben Freude ein. Und wir finden verschiedene Redewendungen mit Freud drin. Wir wollen sie speichern in diesen On-the-Go-Wiedergabeliste. Wir klicken die an und halten. Dieses Blinken heißt, dass die da gespeichert werden. Und jetzt wollen wir auch hören. Sehr erfreut. Mucho gusto. Jetzt müssen wir wieder ins Suchen gehen. Es hat uns rausgeworfen. Und die anderen, die wir gefunden haben, kurz anhören. Zum Beispiel, freut mich, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Encantado de conocerte. Encantada de conocerte. Und jetzt gehen wir zurück in unsere Musik, Wiedergabelisten und runter on the go. Und da finden wir die Redewendungen, die wir gespeichert haben. Wir gehen jetzt in Wiedergabelisten rein und runter zu unseren Interpreten. Und das Schöne an dem Sprachwort to go ist eben diese saubere Trennung zwischen Musik und den Vokabeln Redewendungen. Wir sehen bei Interpreten nur Musik. Jetzt schauen wir bei Alben rein. Wir finden unsere Alben alle sehr leicht und schön. Aber unter Alben finden wir auch die Kategorien aus dem Sprachwort. Es gibt über 50 verschiedene Kategorien. Und wir können die am allerleichtesten bei Compilations finden. Da sehen wir DS, das sind Deutsch-Spanisch. Alles alphabetisch und wir haben natürlich Spanisch-Deutsch, SD dann später. Und wir sehen, das sind richtig hilfreiche Themen, relevante Themen. Wir sind jetzt bei SD, Spanisch-Deutsch und wir wollen auch reinhören. Vielleicht miteinander reden ist das Thema. Actuar como si nada pasara. Sich nichts anmerken lassen. Habla alguien alemán? Spricht jemand Deutsch? Exactamente. Ganz genau. Da lernt man sehr effektiv, wenn man immer in einem bestimmten Thema verschiedene Redewendungen anhören und lernen kann. Es ist auch ganz nützlich im Urlaub, zum Beispiel Lebensmittel. Man geht essen und will natürlich verstehen, was in der Speisekarte alles drin steht. Und hier hat man Hunderten von verschiedenen Vokabeln, die man sehr schnell nachschlagen kann. Und natürlich auch im Restaurant perfekt sprechen kann, weil man ja nachsprechen kann. Wir schauen uns jetzt ein allerletztes Feature von dem Sprachführer an. Es ist ein tolles Feature. Wir sind jetzt bei unregelmäßigem Verben drin. Dígame. Und wir sehen, wenn wir zweimal klicken, dass wir die Verbtabellen anschauen können. Wir sehen jetzt das hier und dann die Übersetzungen von dem Infinitiv. Und ob es regelmäßig oder unregelmäßig ist und dann die ganze Konjugationen, die man im normalen Gebrauch verwenden kann. Und die sind nicht nur in einem Buch zum Nachschlagen, sondern die leben. Die sind verknüpft an Redewendungen, die man tagtäglich hören kann und die auch gesprochen sind. Das war unser kurzes Demo zum Sprachwort Go Spanisch auf einem iPod Nano.